Ah, moin. Ja, hier die umgestürzten Urwaldriesen liegen über dem Fluss. Man kämpft sich so ein bisschen durchs Unterholz, aber der Fluss macht es immer ganz dankbar, sich durch den Regenwald zu bewegen, denn er ist so wie eine Straße. Es ist ja nicht besonders flach, wir sind in der Trockenzeit hier. Trotzdem findet man hier ein Tier, das sich gerne in feuchteren Gebieten aufhält. Und die Besonderheit bei diesem Tier besteht darin, dass es sich mit schrillen Farben bemerkbar macht, beziehungsweise nur wenn es bemerkt wird, die schrille Farbe so wirklich ihren Nutzen erfüllt, denn mit dieser Farbe werden Räuber abgeschreckt. Das zeigt, hey, ich bin giftig, und in der Tat sind sie sehr, sehr giftig. Manche Tiere machen sich das als Mimikrie zunutze und tun so, als wären sie giftig, sind es aber nicht. Bei denen hier haben wir allerdings doch ein paar sehr potente Kandidaten, und über die würde ich ja doch jetzt mehr erzählen. Deswegen würde ich sagen, schlagen wir uns jetzt mal ab ins Grüne. Kann eine Szenerie schöner sein als dieser Urwaldbach? Wir sind im Süden von Costa Rica im Rahmen unserer jährlichen Costa Rica-Exkursion mit den Fördervereinen Tropenstation La Gamba an der Universität Wien und Freunde der Botanischen Gärten in Göttingen. Hier vor Ort wird das alles dankenswerterweise organisiert von Werner Huber, wie gesagt an der Uni Wien, der vor 30 Jahren zusammen mit Anton Weißenhofer diese Station auch gegründet hat. Und wir sind wenige Kilometer von dort jetzt an diesem wunderschönen Fluss. Natürlich, wenn man eine Exkursion leitet, dann guckt man, was kannst du zeigen, wo sind die Pflanzen, sind sie in Blüte oder sehe ich sie morgen noch viel schöner und so. Das kann man alles super vorbereiten. Bei den Tieren, wir sind ja Vollblutbiologen, natürlich, wenn ein Tier durchs Bild hüpft, fliegt oder irgendetwas, dann müssen die Pflanzen warten. Wir nehmen alles mit. Bei den Tieren weiß man auch, das ist ein Spot, da könnte ich das Glück haben, aber es ist natürlich nicht berechenbar. Und hier, wir sind heute Glückskinder, wir können euch ein Tier zeigen, was richtig, richtig, richtig berühmt ist. Denn Costa Rica hat so ein paar Vorzeigetiere, Flaggschifftiere, da gehört der Rotaugenfrosch dazu, das Faultier und so weiter. Und woran denkt man beim Urwald noch? Natürlich Orchideen, Helikonien und Pfeilgiftfrösche. Der berühmteste Frosch Costa Ricas ist der Blue Jeans Frog Oophaga pumilio, knallrot mit blauen Beinen, deswegen heißt er auch Blue Jeans Frog. Den gibt es hier nicht, denn wir sind im Südwesten von Costa Rica. La Gamba ist am Golfo Dulce, also an der Pazifikküste. Da gibt es den nicht, aber da gibt es eine noch viel seltenere, vikariierende Art nennt man das, also sehr ähnlich in der Ökologie, auch im Aussehen, aber eben dann, die vertritt hier das Erdbeerfröschchen. Wir müssen also suchen nach einem knallroten Frosch, in dem Fall nicht hinten blau, sondern hinten grün. Das ist Oophaga granulifera. Und wie gesagt, wir sind schon öfter hier gewesen, wollten den Studenten den zeigen, war nicht da. Heute war er da und wir haben tolle Aufnahmen. Wie cool, wie gesagt, das ist nicht berechenbar, da muss man wirklich das Glück haben. Was für coole Aufnahmen. Oophaga granulifera, das heißt der Gattungsname Oophaga. Die Feigefrösche, es gibt übrigens, glaube ich, mehr als 200 Arten, muss man nachgucken, habe ich jetzt nicht im Kopf. Nicht alle werden für Feigift benutzt, das ist vor allen Dingen Phyllobates terribilis in Kolumbien, ein knallgelber Frosch. Aber sie haben alle ein hochpotentes Hautgift. Alle Amphibien haben eigentlich Hautgifte, denn sie leben ja schon immer in einer, schon seit 450 Millionen Jahren, das ist eine erdgeschichtlich alte Tiergruppe, in Lebensräumen, die immer feucht sind. Die zarte Haut ist immer feucht und sowas ist natürlich Bakterien und Pilzen ausgesetzt. Also Gifte haben eigentlich alle Amphibien, aber manche haben eben dann diese sehr, sehr starken Giftstoffe entwickelt, wie die Feigefrösche. Und Oophaga, ihr könnt gut Griechisch, ihr könnt das übersetzen, Eierfresser, heißt er deswegen, weil die Feigefrösche viele Arten eine sehr komplizierte Brutfürsorge und Brutpflege betreiben. Die Männchen, also Männchen und Weibchen, legen die Eier gemeinsam irgendwo hin. Und dann werden die Larven vereinzelt in Mikrogewässer, Nischen von Bromelien, Nischen von Diefenbachia-Blattscheiden und so weiter. Und in diesem kleinen Fingerhut voll Wasser sitzt dann die Larve und ernährt sich von toten Schaben, die da drin vielleicht ertrinken, Mückenlarven und allem, was da so reinfällt. Und die Eltern kommen sogar. Dieses winzige Tierchen hat also so ein Brain, dass es weiß, wo habe ich meine Kaulquappen versteckt. Und dann werden die alle paar Tage besucht und mit unbefruchteten Nähreiern versorgt. Deswegen Oophaga, der Eierfresser. Cooles Tier. Und ja, wie gesagt, wir sind Glückspilze, dass wir heute einen erwischt haben, den wir euch zeigen konnten. Wir sind sowieso Glückspilze, wenn man hier ist. Die Diversität in diesem Land ist natürlich sagenhaft. Und vielleicht habt ihr ja mal Gelegenheit, an so einer Reise teilzunehmen.
Und die Diversität macht überall auf der Welt Spaß, auch zu Hause, auch vor den Toren Göttingens, auf unseren Wiesen, wo dann im Sommer die Wildbienen, die Schmetterlinge flattern, in den Wäldern. Also man kann auch zu Hause viel Spaß mit der Natur haben. Oder man geht in den alten Botanischen Garten.